Hallo und herzlich willkommen zurück zu Android. Ja, was wir dieses Mal machen werden, ich möchte mit euch über diese Activity States reden und natürlich dann auch darüber, was eine Activity ist. Ja, also eine Activity ist zunächst einmal alles, was so ein hübsches Fenster wie das hier hat. Und das habe ich euch letztes Mal, glaube ich, schon erklärt. Eine Activity könnt ihr euch quasi so vorstellen: Hier steckt das Rechnen dahinter und das Rumdenken und so weiter. Und hier steht dann eben drin, wie es aussehen soll, also in unserem Designfenster oder in unserem Textfenster. So sieht es dann aus. So, und im Manifest kommt ihr dann halt automatisch zu eurer ersten Activity, nämlich dem Launcher. Und das ist in unserem Fall diese Main Activity, wie sie auch heißt. Ja, so, jede Activity, woher wisst ihr eigentlich, dass es eine Activity ist? Naja, sie erbt von Activity indirekt. Das heißt, unsere Main Activity erbt aktuell gerade von der Action Bar Activity und die Action Bar Activity wiederum erbt von wiederum einer weiteren Klasse und die wiederum erbt dann von der Activity. So, und eine Activity liefert uns dann mehrere Methoden, die wir überschreiben können, aber nicht müssen. Normalerweise wird eben hier diese onCreate Methode, sollte eigentlich überschrieben werden. Denn wir werden hier in der onCreate-Methode eigentlich immer dieses Layout setzen. Ja, das tut man eben mit setContentView und diesem Layout. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon letztes Mal erklärt. Dieses Layout ist dann eben hier in Activity Main drin, in der XML-Datei. Und dieses Super heißt einfach bloß, dass ihr die onCreate-Methode von eurer Überklasse aufruft, also aktuell von der ActionBarActivity. Was die dann wiederum damit macht, das ist auf Android-Seite. Ich würde euch immer empfehlen, diese Super.onCreate aufzurufen, wenn ihr was überschreibt, also zumindest wenn es um Android geht und ihr irgendwelche Android-Methoden überschreibt, dann ruft einfach immer Super. Punkt und so weiter auf. Denn hättet ihr es nicht überschrieben, wäre die so oder so aufgerufen worden. So, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, weitere Methoden zu überschreiben. Und zwar dazu könnt ihr einfach hergehen und Alt und Einfügen drücken. Also ich schreibe es hier gerade nochmal hin. Alt, Einfügen. Das, ja doch, das steht sogar da. So, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Override Methods zu klicken. Und hier habt ihr dann ein paar andere Methoden, die ihr überschreiben könnt. So, hier unten seht ihr dann diese Fragment Activity, von der unsere Action Bar Activity erbt. Also wir haben hier quasi alle Methoden drin von der Action Bar Activity. Und die Action Bar Activity wiederum, die erbt von Fragment Activity. Das ist die hier. Und die Fragment Activity erbt wiederum von der Activity selbst. Die ist dann eben hier unten. So, und hier haben wir dann einen Haufen Methoden, die wir überschreiben können, aber nicht unbedingt müssen. Hier die erbt sogar noch von was anderem, aber brauchen wir nicht dringend jetzt. Ich würde einfach mal sagen, wir bleiben hier bei der Action Bar Activity und wir haben hier die Möglichkeit, die OnStop-Methode zu überschreiben. Und wir haben die Möglichkeit, OnDestroy zu überschreiben. Und vielleicht noch ein paar andere Methoden, die wir hier dringend bräuchten. Ich wollte eigentlich die OnPause-Methode. Ah, die ist hier unten, die überschreibt es gar nicht. So, okay. Also jetzt haben wir mal die mehr oder weniger wichtigsten Methoden. Naja, es sind noch ein paar andere ganz wichtig. Ich erkläre euch jetzt kurz, wann die aufgerufen werden. Also diese OnCreate-Methode hier, die wir hier haben, die wird aufgerufen, wenn ihr eure Activity, also eure App das erste Mal laufen lasst. Oder wenn eben in eurer App eine andere Activity aufgerufen wird. Also quasi, wenn es das erste Mal aufgerufen und kreiert wird oder halt erstellt wird, dann wird diese OnCreate-Methode aufgerufen. So, danach wird die OnStart-Methode aufgerufen. Deswegen mache ich das gerade mal hier noch rein. Die Override-Methods und dann suchen wir hier noch OnStart. Nein. Schade, ich dachte, das findet es vielleicht so. Okay. So, die OnStart-Methode wird danach aufgerufen. Die wiederum wird aber auch aufgerufen, wenn eure Activity gerade, ja, wenn, ja, ist schwierig, das so zu erklären, deswegen habe ich euch hier mal so eine kleine Zeichnung vorbereitet schon. Also wie ich gerade gesagt habe, wenn eine Activity das erste Mal ausgeführt wird, das heißt, wir fangen hier an, falls ihr die Diagrammart hier noch nicht so kennt, dann wird diese OnCreate-Methode aufgerufen. Diese OnCreate-Methode, da steht dann zum Beispiel sowas drin, wie das, was wir hier haben, nämlich dass gerade unser Layout gesetzt wird auf das Activity Main und dass eben diese Saved Instance States,
da festgehalten werden. So, dann geht es weiter mit der OnStart-Methode. Das bedeutet einfach bloß, dass diese App gerade gestartet wird. Und dann die OnResume-Methode, die wird eben aufgerufen, wenn eine App wieder ja, weitergeführt wird, also wenn sie gerade pausiert wurde. Da wären wir dann hier unten bei OnPause. Und dann eben weitergemacht wird mit der Activity, also wenn sie eben wieder aufgerufen wird. So, wenn diese drei Methoden aufgerufen sind, dann sind wir da, wo wir sind, wenn wir das hier sehen. Nämlich bei dem Hello World, das hier so schön abgedruckt wird. Und ja, wir wissen, dann läuft unsere Activity. Und das kann natürlich auch eine andere Activity sein. Also dieser Lifecycle, der ist eigentlich bei allen Activities gleich. So, wenn wir jetzt zum Beispiel eine andere Activity in den Vordergrund schieben, also wenn jetzt ein neues Fenster sich öffnet, ihr wisst ja noch aus letztem Video, dass jede Activity ihr eigenes Fenster hat. So, und jetzt wollen wir zum Beispiel mal das Fenster wechseln und deswegen launchen wir eine andere Activity. Und die Activity, die wir hier gesehen haben, die Hello World Activity, ist nicht mehr sichtbar. Dann kommt diese On-Pause-Methode, wird aufgerufen von dieser Activity tatsächlich auch selbst. Ja, und sagen wir mal, wir rufen dann wiederum aus der anderen Activity dieses Fenster auf, das wir gesehen haben, also das Hello World, das, was hier gerade eben nicht mehr gesehen wurde. Das heißt, wir rufen wieder die OnResume-Methode auf, denn es geht ja jetzt weiter und dann sind wir wieder bei Running. So, rufen wir jetzt allerdings OnPause auf, also kommt eine andere Activity in den Vordergrund, dann ist diese Activity erstmal pausiert. So, und wenn sie dann tatsächlich nicht mehr sichtbar ist, dann wird die OnStop-Methode aufgerufen. Und von dieser OnStop-Methode haben wir die Möglichkeit, dass unsere App gekillt wird. Also wenn ihr zum Beispiel über einen Task Manager irgendwie aufruft oder halt das einfach nach oben slidet, damit es weg ist. Also ich zeige euch das gerade mal kurz. Ich glaube, ihr kennt das auch alle, wenn man das da hier so nach oben slidet oder zur Seite, je nachdem, was ihr für eine Version habt, dann nennt sich das killed, also App Process is killed oder halt irgendwas mit getötet. Wenn ihr danach diese Activity wieder launchen wollt, dann müsst ihr wieder die OnCreate-Methode aufrufen. Also ihr fangt wieder ganz von vorne an quasi. Ihr habt sie abgeschossen, sie läuft tatsächlich nicht mehr. Das ist dasselbe wie wenn wir jetzt hier von, upsala, da steht zweimal OnStop, das wollte ich natürlich nicht. Ja. So, das ist natürlich dasselbe wie wenn wir direkt einfach in unserer Activity sagen, okay, wir shutten jetzt down, also wir beenden unsere Activity und sagen Exit oder sowas, dann wird auch die OnDestroy-Methode von unserer Activity nochmal aufgerufen und danach fährt sich die Activity komplett runter. Das ist dann genau dasselbe, das heißt, wir kommen hier auch nur wieder hin, also von der OnDestroy mit OnCreate, also indem unsere App eben wieder aufgerufen wird. So. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit von OnStop allerdings wieder zu der Activity zurückzukehren. Also wir sind jetzt zum Beispiel rausgetappt, also haben alles minimiert und jetzt gehen wir über den Task Manager wieder rein und sehen unsere Activity wieder. Dann wird die OnRestart-Methode aufgerufen. So, und nach dieser OnRestart-Methode wird die OnStart-Methode aufgerufen und danach die OnResume und danach die Running-Methode. Das heißt, hier kann man richtig viel machen mit irgendwelchen Instant States. Und die irgendwie speichern, also zum Beispiel, wenn ihr eure App irgendwie abschießt, dann könnt ihr in der On-Stop-Methode einfach die ganzen Sachen sichern, die da zum Beispiel waren, also irgendwelche Eingaben, die der User getätigt hat, könnt ihr einfach mal zwischenspeichern in die Dateien oder sowas oder in dem Spiel einfach ein Safe Game erstellen und gut ist, ohne dass der User irgendwas davon mitkriegt. So, und das sind dann eben diese On-Create-Methode, On-Start, On-Stop, On-Destroy, On-Pause und ihr habt ja gesehen, da gibt es dann noch mehr. Diese On-Restart hatten wir noch nicht drin und tatsächlich hatten wir sogar fast alle anderen drin. Die On-Resume hatten wir noch nicht drin. Ja, und das sind die Activity States. Und da könnt ihr eben dann solche Sachen machen wie sichern oder sonstiges. Okay, ja, jetzt habt ihr ungefähr eine grobe Ahnung, wie so eine App mal strukturiert ist, also wie die da so abläuft. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt jetzt ein bisschen mehr Ahnung davon und im nächsten Video geht's weiter. Alles klar, dann macht's mal gut und bis dann. Ciao, ciao.